Hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Heute gibt's einen Pimps-Cocktail, einen Pimps-Champagner-Cocktail und lasst euch mal überraschen, ist ein richtig leckerer Cocktail, denn wir starten jetzt. Für den Pimps-Cocktail brauchen wir natürlich Pimps No. 1, was auch sonst. Davon 6 cl. Dann nehmen wir noch Gin. 1,5 cl Gin. 0,7 cl frisch gepressten Limettensaft und Zuckersirup, den ich irgendwo stehen habe. Und hier nehmen wir auch 0,7 cl an Zuckersirup. Alles mit Eis auffüllen, shaken und ein Glas abseihen. Als Glas nehmen wir diesmal Martini-Glas, geben hier schon mal 2 Eiswürfel rein und jetzt shaken wir das alles. Alles langsam abseihen und dann toppe ich das alles jetzt noch mit dem Champagner und dann sind wir fertig. Das war's dann auch schon wieder. Du hast gesehen, dieser Pimps Champagner Drink ist mal was ganz anderes als dieser klassische Pimps Drink, den ich auch schon auf diesem Kanal hochgeladen habe. Und wir probieren einmal. Also riecht auf jeden Fall schon richtig fruchtig. Und ja, also unverkennbar der Pimps mit seinem ganz tollen Aromen. Aber auch ein bisschen Zitrone im Hinter, also hinten drin. Und ja, der Champagner, der ist nicht dominant, also gar nicht. Der verschmiegt sich schön, also der verschlingt sich schön in den Pimps und ich finde den wirklich sehr, sehr lecker. Wenn du den mal nachgemacht hast, dann schreibst du einfach in die Kommentare, schick mir ein Foto. Ja, und ich würde sagen, das war's dann und sehen wir uns hoffentlich in einer meiner regulären Videos wieder, denn die Champagnerwoche ist hiermit jetzt beendet.